Hallo, heute möchte ich euch gerne mein neues Auto zeigen. Das ist nicht das Auto, was ihr hier seht. Das ist mein aktuelles Auto. Das ist der Serpent SRX 8 Pro, wo ich zurzeit mitfahre, mit Verbrenner. Aber weil ich jetzt auch gerne mal so sonntags oder mal abends auf die Strecke gern möchte und da können wir keinen Verbrenner fahren wegen dem Lärm, habe ich mir jetzt noch ein anderes Fahrzeug zugelegt und das möchte ich jetzt eigentlich ganz kurz eigentlich mal vorstellen. Also gehen wir von dem Auto mal weg und dann schauen wir uns das Auto an, was ich mir jetzt gerade zugelegt habe. Wie ihr seht, ist das auch ein Cobra, auch ein Serpent. Und das ist der SRX 8e. Also ein Elektro, das ist auch die Pro-Variante. Ne? Also ich habe vorher auch schon mal den normalen E gehabt und den kriegt man jetzt auch nicht mehr, deswegen auch den Pro, weil er auch ein paar Sachen hat, wo verbessert worden sind. Und ich merke es auch beim Verbrenner, da habe ich auch jetzt vorher den normalen SRX 8 gehabt und habe jetzt den Pro und muss sagen, der fährt sich für mich ein bisschen angenehmer, er ist ruhig auf der Lenkung und so. Und jetzt bin ich echt gespannt, was der E so bringt, was der so kann. Und ich wollte mit euch jetzt auch gerade mal reingucken, was da alles dabei und drin ist. Die meisten wären ja das auch Kenner, wenn sie mal so ein Auto zusammengebaut haben. Fast jeder Bausatz ist irgendwie ein bisschen identisch. Es sind halt Kleinigkeiten, was anders sind von der Modelle her. Und da wollen wir jetzt einfach mal kurz reingucken in den Baukasten, ob man da jetzt was anders sehe. Ja, also der Spoiler ist in jedem Baukasten dabei. Das ist jetzt nichts, was man jetzt extra erwähnen müsse. Dann möchte ich mal da haben wir jetzt auch die Öle dabei fürs Differential und für die Stoßdämpfer. Für die Stoßdämpfer sind 500er und 300er. Und für die Differenziale sind 3000 und 5000 drin. Da ich auf der Kunstrasenstrecke fahre, wäre ich wahrscheinlich mal dem Setup anfangen. Die Stoßdämpferöle wäre ich verwenden, aber die Differentialöle wäre ich nicht verwenden, weil ich da die Differentiale höher absperren tue. Ne? Wir haben da auch noch so tolles Fett dabei, wo man dann die Zahnrädler da an der Differentiale und so gut einfetten kann. Das finde ich schon toll, dass das alles dabei ist. Wobei, wie gesagt, ich werde die Öle halt nicht benutzen, ich werde dann andere nehmen. So, dann haben wir noch so Mudguards hinter drin, die kann man auch noch zuschneiden und lackieren. Das ist eigentlich dazu da, dass auf die hintere Schwinge nicht so viel Dreck kommt. Beim Verbrenner merkt man das richtig, wo der Auspuff ist, dann da sind die immer ein bisschen eingesaut und das alles tolle Sache. Ja, manche haben sie nicht dabei, manche Baukästen, manche sind schon fertig aufgeschnitten. Wie gesagt, die muss man noch ausschneiden und lackieren. Aber auch was ganz Normales, sage ich jetzt einmal. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Karosserie an. Was mir jetzt auffällt, ist, dass sie relativ schmal ist. Ja, von der Form her finde ich sie cool. Auch mit dem Wing da drin, seitlich. Hier oben haben wir doch noch so Siege drin. Soll das Fahrzeug ein bisschen stabiler machen. Also eine ganz normale Karosserie. Lexan. Wo wir dann noch lackieren den. Da lassen wir uns noch was einfallen. Dann haben wir noch alles Mögliche drin an kleinen Bauteile. Wir fangen mal vielleicht an. Das sind jetzt für die Bodenplatte die seitliche Verstrebungen, dass es halt so die Karosserie besser eben sitzt, dass auch nicht Dreck von unten reinkommt. Da ist so ein Bumper dabei drin, also auch ganz normal. Dann haben wir bei Serpent, das ist der Akkuschacht. Ne? Ihr seht, das ist auch dann
der normale Akkuschacht, weil das Tolle an dem Auto ist, dass ich mit dem Auto mit einem 4S fahren kann. Ne? Dafür ist jetzt der Schacht dabei. Oder ich kann mir das Auto auch umbauen. Das gibt so einen Umbausatz, der kostet 35, 40 Euro. Und dann kann ich mit dem gleichen Auto, mit dem Umbausatz, kann ich zweimal 2S fahren. Das heißt, ich mache andere. Das Mitteldifferenzial wird praktisch versetzt, aber die Bodenplatte bleibt alles. Also ich habe in dem Umbausatz sämtliche Teile dabei und das Mitteldifferenzial wird versetzt. Und dadurch habe ich dann hinten 2x2S drin. Aber ich werde jetzt mal serienmäßig so aufbauen mit einmal 4S, ich werde auch 4S fahren. Dann haben wir hier, also beim Serpent ist das der Verbrenner und der Elektro anders aufgebaut. Ne? Die Schwingen, das alles ist relativ alles gleich. Aber ihr habt die Antriebswelle oder so, das Differential sitzt nicht wie beim Verbrenner in der Mitte. Es sei denn, ihr macht dann den Umbausatz nahe. Also ihr habt dann schon mal so von der Antriebswelle habt ihr vorne ziemlich lange drin. Das hat da zum Beispiel S-Works oder sowas, die haben das auch drin. Die fahren da auch ein bisschen anders. Und kann man jetzt nur nicht so viel sagen. Die Abstrebungen, sie läuft dann praktisch über das Differential und wird dann nochmal nach vorne abgestrebt alles. Also dass das Auto verbindungssteif bleibt, aber immer noch gutes Flex hat. Ihr seht auch die kleine Antriebswelle für hinten. Ne? Dann haben wir ganz normale jetzt so Differentialkästen. Beim Serpent, der hat es schon jahrelang, habt das so Differentiale, wo in der Bodenplatte verschraubt sind und ihr habt da eure Schwinge dran und könnt trotzdem mit 4 Schrauben hinter das hintere Differential aufmachen und könnt das Differential rausziehen zum Öletauschen oder so im Wettbewerb und die Schwinge bleiben trotzdem am Auto. Also es ist einfacher zu wechseln, das Differential, und vor allem auch schneller. Ne? Also ich bin echt dankbar über das, das ist eine tolle Sache. Bei vielen anderen Autos wird gerade zur Zeit alles das nachgebaut, aber Serpent hat es wirklich schon sehr lange und man sieht auch an der Dämpferbrücke und so, dass Serpent so sehr auf Haltbarkeit und Stabilität hinarbeitet. Das Auto hat mit Sicherheit ein paar Gramm mehr wie die Konkurrenten oder so, aber ich liebe an Serpent, sage ich mal, dass es unheimlich stabil gebaut ist und also ich fahre mit meinem Verbrenner schon ewig und das ist jetzt schon der dritte Serpent, was ich habe. Und ich habe noch nie groß Ersatzteile gebraucht, weil das Auto wirklich auch sehr, sehr haltbar ist. Und ich sage ganz offen und ehrlich heute, mit den Motoren, die haben so viel Leistung. Und wenn das Auto da ein paar Gramm mehr wiegt, das macht es garantiert nicht fett. Also ich fahre da auf der Strecke mit 1000 Quadratmeter Kunststraße. Und ich würde jetzt sagen, wenn das Auto jetzt ein paar Gramm leichter wäre, hätte ich jetzt nicht so einen großen Vorteil. Und mir gefällt es auch, wenn das Auto auch eine gewisse Stabilität mitbringt. Und das finde ich halt sehr gut. Und wenn man da die Teile von Serpent auch guckt oder so, unheimlich stabil, unheimlich fast dick und haltbar. Dann haben wir natürlich auch noch Stoßdämpfer und so. Die kennt ihr eigentlich so bauen, wie ihr wollt. Also ihr habt da die Möglichkeit mit der so Bubble, oder es gibt ja als Zubehör noch so Waber Bubbles. Ihr könnt die als Emissionsdämpfer aufbauen. Es sind pinkfarbene Federn hier. Also auch die Kolbenstange recht dick und stabil. Und ihr kriegt auch als Tuningszubehör mit Titan beschichtet und so. Also Serpent bietet sehr viel an Tuning dabei, was man umbauen kann und so, was man aber nicht muss unbedingt. Hier haben wir auch nochmal die Stoßdämpfer, das sind die vordere. Ne? Ganz normal, brauchen wir jetzt nichts dazu sagen. Dann haben wir da jetzt einmal ein Päckle, wo die vordere Schwinge drin sind. Und wenn man die jetzt einmal auch von der Seite anguckt, ich weiß nicht, ob man so gut sieht, die sind relativ dick. Und was mir auch sehr gut gefällt, die Passgenauigkeit. Also wenn, ich habe auch schon viele andere Autos aufgebaut, ich habe Mugen aufgebaut, ich habe S-Works aufgebaut
und Agama habe ich aufgebaut und so. Aber mir ist immer aufgefallen, gerade beim S-Works zum Beispiel, dass ihr das zusammenbaut und die Stifte reinmachen, die laufen ganz leicht. Und da ist bei der Cobra anders. Die laufen alle ganz schwer. Also ihr müsst eher sogar die Schwinge etwas nachbearbeiten. Mit so Reibbahnen feilt ihr die praktisch ein bisschen aus, damit die leichter laufen. Und das könnt ihr halt so selber machen, wie ihr zufrieden seid mit der Leichtläufigkeit. Was mir auch ganz gut gefällt oder so, ihr habt da so Kunststoffplatte drin, wo ihr da einschrauben könnt. Und damit könnt ihr auch den Flex ein bisschen beeinflussen und sind die Schwinge auch zu. Also sind dann oben und unten geschlossen, wenn ihr die Platte drauf macht oder ihr macht sie raus, habt ihr ein bisschen mehr Flex. Da könnt ihr auch so ein bisschen variieren. Was mir auch ganz, ganz toll gefällt, sind die Stabis, die Aufnahme, die sind in der Schwinge so mit dem Ponyball verschraubt innen drin. Das finde ich auch eine super Lösung, weil das ist wirklich eine saubere Sache. Und ihr habt da nicht so ein Loch drin, wo ihr dann das so reinfriemeln müsst, wo immer Dreck drin ist. Sehr stabil, sehr sauber. Und das Auto sind die Stabis auch hinten sogar kugelgelagert. Also ja, bis ins letzte Detail eigentlich alles da. Dann habt ihr jetzt die hintere Spoilerhalterung. Das ist die jetzt von dem Pro. Und die ist jetzt etwas länger und höher wie die normale. Ne? Also im Verbrenner fahre ich sie und ich habe jetzt nicht so einen großen Unterschied gespielt, ob der Spoiler jetzt die 15 mm weiter oben besser sind oder so. Das kann ich jetzt schlecht sagen für mich, weil ich immer doch mehr als Hobbyfahrer unterwegs bin. Hier habt ihr die hintere Schwinge, die sind genauso kalter, könnt ihr auch so Einsätze reinmachen. Und hier seht ihr auch wieder die Aufnahme, wo ihr dann die Stabi montieren könnt. Natürlich super, Serpent bietet natürlich auch verschiedene Stabis an, wo ihr verbauen könnt. Ich werde mir vielleicht auch ein etwas dickere hinein machen dann noch, weil ich wie gesagt auf Kunststraße fahre. Da kann ich das ein bisschen gebrauchen. Hier habt ihr jetzt noch die vordere Lenkgeometrie dabei, die C-Hoops. Hier bietet Serpent auch also verschiedene Carbon-Aufnahmen ab, wo ihr den Winkel noch anders einstellen könnt, größer und so bei der Lenkung. Dann habt ihr die Antriebswelle. Was mir gut gefällt oder so, dass die aus dem Federstahl sind. Das ist so, viele sagen auch Hoodie-Stahl dazu. Die sind sehr, sehr robust und ja, sehr hochwertig. Ihr seht es auch vorne an den C-Hoops, an den Aufnahmen. Die sind auch sehr hochwertig. Das ist Aluminium. Ja, also wie gesagt, tolles Auto. Aber ich habe andere Autos auch, sage ich mal, wie mein Agama, wo ich gehe, der 215 SV, der war auch ähnlich aufgebaut, auch mit C-Hubs vorne drin. War auch super Auto. Aber wie gesagt, an dem Serpent begeistert mich eigentlich die Stabilität und die Haltbarkeit von dem Auto. Und was halt nur an Serpent halt ein ganz, ganz großes Plus ist, ihr habt mehrere Händler, Vertragshändler in Deutschland, wo ihr blitzschnell die ganze Ersatzteile für das Auto kriegt, wenn das einmal benötigt. Also ihr braucht jetzt auch nicht euch riesengroße Ersatzteilmenge anzulegen, weil ihr könnt sie überall bestellen, in jedem Shop und habt sie innerhalb von 2, 3 Tagen spätestens bei euch daheim. Und ich habe früher noch ein Cobra gehabt, den Truckee, den 811er und der ist halt ewig alt schon. Und ich habe dann geguckt, auch bei RMV und so, kriegt er immer noch heute die Ersatzteile für das Auto, obwohl es uralt ist. Das schätze ich an Serpent, weil das sind andere Hersteller nicht. Die bringen also ein neues Auto raus und 1, 2 Jahre später kriegt ihr die Ersatzteile, wo häufig eins mal kaputt geht, kriegt er dann nicht mehr. Oder müsst warten, weil sie halt alle vergriffen sind. Und da lobe ich mir halt Serpent, weil ihr immer wieder die ganze Ersatzteile bekommt. Ja, so, vor lauter Schwätzer, das sind natürlich die Akkubänder und so, ganz normal. Hier habt ihr das kleine Dösle, wo ihr den Empfänger auch verbauen könnt, das sitzt da extra. Ne? Dann habt ihr auch bei Serpent ganz toll, das ist so ein Kabelkanal dabei.
Ja, den habt ihr, um die ganze Leitung zu legen seitlich, dass das im Auto nicht in den Antriebsstrang reinkommt oder sowas. Das liegt unter dem Gitterle, sage ich jetzt einmal, kann man die ganze Kabel ziehen vom Servo bis in die Empfängerbox und so und auch das Reglerkabel und so. Das ist eine super Lösung, ganz toll gemacht, finde ich super. Dann habt ihr natürlich die Differentiale. Die Differentiale sind jetzt beim Pro anders wie bei dem normalen. Das heißt, sie sind größer geworden. Also viele Wettbewerbsfahrer, ich sage jetzt mal beim Elektro, merkt ihr das nicht so. Ihr fahrt einen Akku, ihr fahrt den 10, 12, 15 Minuten, je nachdem. Und dann gibt er dem Auto wieder Ruhe, weil er den Akku wechselt. Wenn der Verbrenner fährt und haut natürlich an einem Stück mal mehrere Tanks durch und fahrt mal eine halbe oder dreiviertel Stunde oder so, dann erwärmt sich das Öl natürlich im Differential ordentlich und die Viskosität von dem Öl ist natürlich dann auch nicht mehr so gegeben. Deswegen hat jetzt bei der Cobra Pro sind die Differentiale etwas größer geworden. Die versprechen sich dann halt auch, dass die Sperrwirkung von dem Differential länger gegeben ist, ne? Und ja, somit besser eigentlich. Wie gesagt, ich bin ein Hobbyfahrer, aber ich fahre auch gerne mal mit meinem Verbrenner längere Zeit oder so durchgehend durch, wenn mein Sohn dann tankt oder so oder andersrum. Und das macht dann schon Spaß und deswegen sind die größeren Differentiale wieder reinkommen, was ich ganz gut finde. Wir haben dann natürlich noch das, ja, da schon löst, das ist das vordere Differential, dann ist auch noch ein Mitteldifferential irgendwo dabei, also das sind jetzt vorder und hinter und das war jetzt ja das Sender, das Mitteldifferential. Das sind alle drei größer geworden, ne? Es hat sich auch was verändert an der Lenkung, an der Lenkgeometrie. Ich merke das an meinem Verbrenner oder sowas. Für mich ist das Auto, wirkt es einfacher zu fahren, finde ich sehr gut. Dann habt ihr hinten noch die Radträger, die Aufnahme und so. Die sind beim Pro auch anders geworden. Ihr kriegt es aber auch, wenn ihr wollt, aus Aluminium. Ihr habt ja auch mehr Unverstellmöglichkeiten. Bei dem ersten SRX waren die aus Aluminium hinten dran. Jetzt sind sie Kunststoff. Ich finde das Kunststoff okay, weil das ist sehr haltbar und es ist ein bisschen leichter, sage ich jetzt mal. Natürlich, wenn auch noch so ein bisschen drauf steht, dass es so, ja, Alu sieht halt toll aus und so, dann ist das auch okay, dann kann man sich die auch aus Alu kaufen. Kostet aber natürlich gleich mal 50, 60 Euro extra. Ne? Also ihr habt auch die Antriebswelle oder so, die Mittel sind jetzt auch, beim Evo damals waren die Knochen, das heißt, die waren beide Antriebe Seite mit so Knochen drin, wie man es hier sieht. Aber jetzt haben sie dann auch wieder den Antriebsstrang in der Mitte auf der alten Seite, so die Kardan reinbaut, was eigentlich immer haltbarer ist, sagt man mal so. Was auch ganz toll ist an dem Auto, ihr habt an jedem Kardanaufnahme oder sonst, habt ihr so Gummi, wie soll ich jetzt sagen, so Gummilippe, so Gummipuffs drüber. Dass die Welle, also ihr könnt die Welle dann, die Kardanwelle gut fetter oder so und habt dann die Gummischutztülle drüber. Das heißt, eigentlich kommt kein Dreck, Staub oder sonst nein und das bleibt halt alles viel, viel länger haltbar und gängiger. Ne? Ihr braucht das nicht so pflegen. Ihr müsst halt immer gucken, dass die Dichtungen in Ordnung sind, dass da kein Dreck reinkommt und dann ist das eine ganz tolle Sache, sage ich, weil ich kenne viele, die anderen Autos sind alle da offen. Und wenn man mal auf Lehm fährt, selbst auf einer Kunststraße, wo besandet ist, habt ihr da immer einen Dreck drin. Und wenn da ein bisschen Fett dran ist, was eigentlich die Leichtgängigkeit hervorhebt, dann habt ihr immer, an dem Fett bleibt halt Staub und Dreck hängen. Und dann wird es halt schwergängig. Und das ist halt nicht so gut. Und das ist bei der Cobra mit so Gummitüller ja, verschlossen kann man sagen, das ist super. Also, das finde ich echt auch toll an dem Auto. Ihr habt dann so für den Servo-Saver ist dann da vorne drin. Das verhindert halt, den kann man einstellen, dass wenn man mal einen richtigen Einschlag hat, dass der Servo nicht so einen tollen Schlag kriegt und dann natürlich ein bisschen länger hebt. Ja, also da hat sich in der Lenkgeometrie hat sich bei dem Pro auch was geändert.
wie gesagt, am Verbrenner merke ich das, er ist für mich einfacher zu fahren. Hier habt ihr noch so eine Oldschool-Antennenröhre, finde ich immer wieder cool. Die meisten fahren ja die ganz 2,4 Steuerungen, da brauchst du eigentlich keine Antennenröhre mehr. Das kannst du nach innen verlegen oder wenn, dann ein ganz kurzes. Ich finde es aber immer noch so ein bisschen Oldschool. Ich mache immer noch so eine Antennenröhre gern ran. Ich finde es halt cool. Hier habt ihr dann noch so eine Aufnahme und so für den Servo. Ja, der Servo ist dann vorne quer eingebaut, ist aber ganz normal stehend verbaut, wie in den meisten Autos auch. Hier habt ihr noch das vordere Differentialaufnahme und natürlich die vordere Brücke aus Aluminium. Ihr bekommt natürlich die auch aus Carbon, wenn ihr das möchtet. Aber ich sage auch, beim ersten SRX 800 Kettern war das alles Carbon. Ich merke den Unterschied jetzt nicht. Und ich sage jetzt auch offen ehrlich, also die Aluminium machen sehr, sehr hochwertiger Eindruck, sind sehr stabil gebaut eigentlich und sehr sauber von der Qualität her auf jeden Fall. Ja, dann haben wir es schon bald durch. Das sind auch noch so Kleinigkeiten, die Spoilerhalterung. Ihr habt da nicht viele Autos hinten so Schrauber, wo der rauszieht, dann könnt ihr die Neigungswinkel vom Spoiler verstellen. Bei Serpentis ist es ein bisschen anders. Ihr habt da verschiedene Blättler dabei, wo da beschriftet sind, zum Beispiel dieses mit 2,6. Das heißt, es ist ja schräg. Ihr könnt mit den Blättlern praktisch die Spoilerneigung schnell verändern. Also das ja, ist auch eine tolle Sache. Und vor allem ist das halt für mich viel haltbarer. Ne? Also ihr habt das schon oft gesehen, wenn einmal ein Auto sich überschlagt oder sowas. Und ihr habt da so Schrauben hinten drin mit feinen Löchern, wo untereinander gebohrt sind. Dann kriegt es so einen Schlag, dass es die Löcher durchschlagt und dann müsst ihr das ganze Teil austauschen. Hier habt ihr die Blättler, was da einfach zwischen einlegt. Dann ist sehr, sehr stabil und könnt es schnell tauschen. Also das finde ich auch so super kleine Lösungen immer. Jetzt haben wir die neue Bodenplatte und ihr könnt sie leider jetzt nicht so in die Hand nehmen, so wie ich. Aber die Bodenplatte ist brutal massiv. Also sie ist schwer. Man merkt es, wenn es ins Gewicht geht. Es ist also echt ein massives Teil. Es ist wirklich, ich weiß nicht, ich kann noch mal gucken. Vielleicht sieht man das da. Sie ist außen halt auch ein bisschen abgefräst. Ne? Die Löcher natürlich alle versenkt, aber sie ist außen abgefräst. Deswegen kann ich eigentlich die Stärke von der Platte, sieht man schlecht. Aber es ist wirklich ein massives Teil und hat auch jetzt aber auch schon viele Ausfräsungen drin und hat auch schon viele Löcher drin. Also das heißt, normalerweise, wenn ihr den serienmäßig aufbaut, habt ihr dahinter das Mitteldifferential sitzen. Ihr habt da auch die Ausfräsung und dann sitzt das Mitteldifferential dahinter. Na, und habt dann vorne den großen Akkuschacht drin. Aber ihr habt jetzt mehrere Ausfräsungen und habt da mehrere Bohrungen drin. Das heißt, mit dem Umbausatz könnt ihr das Mitteldifferential praktisch nach vorne setzen, Mitte nein, so wie es beim Verbrenner ist und so. Und dann habt ihr normale Antriebswelle gleich lange, fast gleich lange drin und seid dann in der Lage, dann hinter 2x2S Akkus zu fahren. Oh, jetzt habe ich gerade gesehen, jetzt habe ich das verkehrt rum, kalter jetzt die ganze Zeit. Ja, da ist hin, also ihr habt dann die Möglichkeit, das Differential da in der Mitte reinzubauen, anstatt dahinter. Und habt dann da, entweder macht ihr den Akkublock so rein und fahrt mit 1x4S. Oder ihr macht die Akkublöcke hier mit 2x2S rein. So habt ihr natürlich ein ganz anderes Gewichtverlagerung von dem Auto. Also ich habe mir auch schon viele so Setups ausgedruckt aus dem Internet. Und da sind manche Fahrer halt, wo dann das umbauen und mit 2x2S Lipos fahren. Also hier habt ihr die Möglichkeit, das Auto nach eure Wünsche umzubauen oder so, wie ihr die Akkus habt oder wie ihr sie gern hättet. Ne? Dann haben wir natürlich noch ganz klassisch der Dekorbohrer drin, wo der, mit der Beschriftung. Der ist jetzt auch noch von den Vorgängerautos drin. Da steht jetzt nicht extra noch Pro drauf. Ne? Aber alles soweit okay.
Was jetzt in dem Karton fehlt, was viele sagen, ist eigentlich so ein Buch, eine Aufbaubroschüre, wo alles drinsteht, wie man das aufbaut. Da geht Serpent seit vielen Jahren schon extra Wege in der heutigen Zeit. Früher hat man so einen USB-Stick dabei gehabt an dem Autos und heute hat er so wie so ein Scheckkarte, das ist aber auch so ein kleiner USB-Stick dran, wo er dann umklappt und einen Laptop oder einen Computer oder so einstöpselt. Hier habt ihr alles drauf, ihr habt da eine Liste drauf, was war als Zubehörteile, als Tuning-Teile es gibt. Hier habt ihr auch ein Setup-Formular drin, wo ihr euch rausdrucken könnt, wo ihr dann schreiben könnt, wie ihr das Auto abstimmt, ne, auf eurer Strecke. Und ist natürlich der ganze Aufbauplan auch alles hier drauf. Also ihr habt jetzt kein Heftchen mehr, was ihr da Blätterer braucht, sondern ihr habt da die Karte. Ne. Und das macht Serpent schon ja, lange Zeit. Und ja, ich finde es okay, ich finde es cool. Natürlich bin ich auch gern, bin ein bisschen älter und bin das halt gewöhnt mit den Heftlern noch und so. Aber die Zeit bringt es halt, dass es immer moderner wird. So, das war jetzt meine Cobra, wo wir jetzt demnächst zusammenbauen. Ja, ich werde vielleicht dann auch mal ein Video einstellen, wie ich mit dem Auto fahre, dass ihr das auch mal ein bisschen seht. Ihr könnt auch mal meine andere Videos auch gucken. Ich habe auch ein bisschen Videos drin, wie man Motorenpflege tut oder mit anderen Autos, wo ich auch schon aufgebaut habe. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Und ich hoffe, dass ich euch auch ein bisschen was über das Auto erzählen konnte. Vielleicht wollt ihr auch mal ein Auto kaufen und es hilft euch in der Kaufentscheidung oder so, dass ihr mal da einen kleinen Einblick schon bekommen habt. Und jetzt sage ich einfach mal Dankeschön, dass ihr das Video angeschaut habt. Und wir sehen uns bestimmt mal bald wieder mit meinem nächsten Video. Also nochmal vielen Dank und tschüss.